Grüß dich. Ich bin eingeladen worden zur Barbara Kalech Show und da habe ich ein Gedicht dazu gemacht und das darf ich jetzt gerne vortragen. Danach trifft meine Zweiberlei du, ob ich nicht einmal zur Barbara Kalech kommen kann. Über die Mundart drehen und ein paar Geschichten verzählen, halt einfach in so eine wunderschöne Sprache vorstellen. Ich scheiß mir nichts, sag einfach zu, hoff, dass ich da das Richtige tue und verzähle meinen Freund und Sepp davon, dass ich Einladung in die Wernerstadtöche habe. Der sagt einmal gar nichts, schaut mich nur an, weißt, wie man eine schierche Lawine beschreibt. Ich antworte, weil mir nichts anderes überbleibt, da kommt der Schnee, die Bäume, aber auch die Storn, verschont gar nichts, nimmt Häuser mit, wie ich halt mache. Die Druckwellen vernicht alles, was in der Schneise steht und nimmt auch nur die Leute mit, wenn es recht blöd hergeht. Richtig, genau so ist's. Das war nicht schwer. Weißt du auch, was eine schöne Lawine war? Beim Sepp sein Schmäh hätte ich es wissen müssen. Na, sag, ich weiß, ich werde die Frage gleich bissen. A Lok Schnee, a Lok Werner. A Lok Schnee, a Lok Werner. So geht's noch bloß weiter. Ich werde vor lauter Scham allweil kleiner. Ich finde, mein Freund, der Sepp ist da eindeutig zu weit gegangen. Traut mir das nie, sonst konnte womöglich noch ein Watschnee fangen. Weil ich bin ein bisschen ein Scheicher. Pfiat dich.